Hey Leute, ich bin's wieder. Und wir melden uns heute hier aus Valendale Village, sind bei Elizabeth und sie hat eine Quest für uns. Bevor du mir hilfst, die Kopien des Buches der Lichtzeremonie zu finden, habe ich eine bahnbrechende Aufgabe für dich. Die Droiden haben einen geschickten Beobachter zu unseren Diensten. Es gibt eine diskrete Art und Weise, auf die er uns kontaktieren kann. Ich möchte, dass wir durch ihn Kontakt halten und uns gegenseitig mitteilen, ob wir etwas über Dakor herausfinden können. Der Beobachtungsmeister wohnt isoliert von jeweiliger Zivilisation. Glücklicherweise ist das nicht so weit weg von hier. Reite den Weg zur Koppel hoch, dort wo du deine Droidenübungen machst. Biege nach links ab, anstatt nach rechts zur Koppel. Dort wirst du eine geheime Höhle des Beobachters finden. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir diesen Beobachtungsmeister finden. Also, wir sollen Richtung unserer Koppel. Hier würden wir jetzt rechts abbiegen. Und da sollen wir uns links halten. Da ist eine Höhle. So, hier ist der Beobachtungsmeister. Willkommen in meiner geheimen Welt, Sabrina. Wie ich weiß, wer du bist, ich bin nicht umsonst Beobachtungsmeister. Ich weiß über alles auf dieser Insel Bescheid. Ich weiß über alles zwischen Himmel und Erde Bescheid. Über die Dinge, die man nicht wissen sollte und über die Dinge, die alle wissen sollten. Ich kenne alle Geheimnisse. Ich kenne alle Lügner, Weisheiten und Überraschungen. Ich besitze jedoch nur die Informationen. Es liegt nicht an mir, mich ins Geschehen einzumischen. Ich hantiere nur mit Informationen. Und manchmal, aber nur manchmal, teile ich diese Informationen, wenn mir die richtige Frage gestellt wird. Ich weiß bereits, was du willst. Dennoch musst du mir noch einmal erzählen. So sind meine Regeln. Sprich mit dem Beobachtungsmeister. Die Droiden wollen also, dass ich alle Beobachter aktiviere, damit sie ihre Augen auf Dakor richten und Bescheid geben, falls etwas geschieht. Genau. Oh, wir sind ein Level aufgestiegen. Hey, wir sind Level 18. Okay, es gibt jetzt hier zwei Quests. Einmal Streifenhörnchenknappheit und wo du jetzt so viel weißt. Wir machen erstmal die Streifenhörnchenknappheit. Ich würde dir gerne helfen, aber leider sind alle meine Streifenhörnchen auf einem Sandgrabungskurs für Fortgeschrittene in der Sahara. Ach ja, Eichhörnchen. Was sie mit der Sache zu tun haben? Eine ganze Menge. Einige Beobachter benutzen Brieftauben. Ich benutze Eichhörnchen. Du glaubst ja nicht, wie viele Tunnel es in den Jorvikschen Erde gibt. Die unterirdischen Tunnel der Eichhörnchen sind ein riesiges Netzwerk, das Tag und Nacht nur so pulsiert. Es gibt Schnelltunnel, durch die Geheimbotschaften schneller transportiert werden, als eine Brieftaube sich nur erträumen kann. Sie sind super, die kleinen Viecher. So, finde die Streifenhörnchen auf Steves Farm. Okay, das machen wir. Und dann nehmen wir die zweite Quest auch sofort an. Ich weiß viele Dinge, die ich dir nicht einfach so verraten kann. Manchmal müssen die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen. Schicksal, weißt du? Natürlich bin ich aber auch ein Anhänger der Bewahrer Aidens und teile mein Wissen mit ihnen. Leider kann ich dir im Moment nicht mehr davon erzählen, was dich betrifft. Nur etwas Kleines? Lass mich nachdenken. Ja, etwas kann ich dir noch erzählen. Flüster, flüster, flüster. So, dann hören wir ihnen zu. Flüster, flüster, flüster. Dass ein verwirrtes Pferd gesehen wurde, das im Goldblatttal herumläuft. Ein Pferd von großer Bedeutung. Man sagt,
Sein Name sei Meteor. Genau, Sabrina, es ist der Meteor, Lindas lang verschollenes Pferd. Falls das alles wahr ist. Okay, also Lindas Pferd läuft da oben im Goldblatttal rum. Ja, Sabrina, eine gute Idee, Linda von Meteor zu erzählen. Linda ist gerade dabei beim Weingut. Erzähl ihr, dass ihr Pferd im Goldblattwald herumirrt. Was ist denn hier mit dem Karren? Ach, es ist ein Transport. Interessant. Wir transportieren uns jetzt erstmal dann nach Steves Farm, weil da sind ja die Streifenhörnchen, die wir brauchen. Da sitzt der kleine Kerl ja auch schon. Der macht aber wirklich komische Geräusche. Das kleine Streifenhörnchen scheint zu verstehen. Ein Dutzend Streifenhörnchen schauen dich erwartungsvoll an. Oh, das sind aber eine Menge Streifenhörnchen hier. Also wir sammeln jetzt hier 12 Streifenhörnchen ein. Und bringen dann die Streifenhörnchen wieder zu dem Beobachter. Na gut, dann machen wir das. So, zurück zum Versteckt-Beobachtungsmeister. Also der ist ja jetzt hier auch mit drin, also können wir da immer hin und her porten. Na sieh mal, die Neuankömmlinge scheinen ja sehr eifrig zu sein. Die Beobachterei ist ein beliebter Beruf. So, hier sind die ganzen Streifenhörnchen jetzt schon mal. Hier, nimm den Stift, um Nachrichten an die Anhänger der Droiden zu versenden. Wenn du fertig bist, schicken wir die kleinen Streifenhörnchen los. So. Dann schreiben wir vorne jetzt erstmal. Ja, wir schreiben und schreiben. So, da haben wir die Anforderungen erfüllt. Gut gemacht, Sabrina. Jetzt geht's weiter. Nimm eine fertige Nachricht und gib sie an eines der kleinen Tierchen, sodass es losgehen kann. Okay, also wir sollen allen Hörnchen dann eine Nachricht geben.
Briefhörnchen. Also jetzt sind es keine Streifenhörnchen mehr, jetzt sind es Briefhörnchen. So, da haben wir an allen Hörnchen was angeklebt. Du hast ein Händchen für die kleinen Wesen, Sabrina. Das ist doch immer ganz gut. Das war's. Alle Briefhörnchen sind auf dem Weg. Das war nur alles, vielleicht. Ja, ich weiß etwas, was ich nicht erzählen sollte. Ich mache es aber trotzdem. Ich weiß, dass du nach den 4 Kopien des Buches der Lichtzeremonie suchen wirst. Um dir einen weiteren Besuch bei mir zu ersparen, gebe ich dir... Es lieber gleich. Bitte, du kannst dieses Buch schon zu Lisa bringen. Bis bald. So. Wir machen uns dann jetzt aber erstmal auf zu Linda. Wenn unser Pferd jetzt hier nicht so bocken würde. So. Da unser Pferdchen da ein bisschen rumgezickt hat, haben wir uns einfach kurzerhand abholen lassen. Und nehmen dann den Transporter einfach von hier. So, wir wollen dann zum Silverglade Voll Pferdesport Center, um damit wir halt mit Linda reden können, weil wir haben ja Informationen über ihr verschwundenes Pferd Meteor bekommen. Aber reden wir erstmal mit Linda. Da vorne steht sie ja auch schon. Was? Hoffentlich stimmt das. Danke, dass du mit solch tollen Nachrichten kommst. Stell dir vor, ich könnte mein geliebtes Pferd Meteor wiederbekommen. Ich habe zurzeit kein anderes Pferd. Kannst du zum Goldblattwald reiten, um nach ihm suchen? Ich hoffe, dass es alles wahr ist. Nimm diesen Reithelm mit, falls Meteor verwirrt ist. Er wird ihn erkennen. Okay, jetzt haben wir hier also den Reithelm von Linda. Und dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Um das Pferd von Linda zu suchen. Und da vorne ist einer wieder von den Rissen. Die sind ja jetzt mittlerweile hier überall. Aber den schließen wir ein anderes Mal. Wir suchen jetzt nämlich erstmal das Pferd. Sind wir hier schon mal im Hain.
Und da läuft er ja schon, der Meteor. Guckt mal. Hü, macht er da. Was ist das denn? Den Helm kenne ich doch. Endlich etwas, das ich wiedererkenne. Ich bin seit Tagen hier im Wald herumgelaufen, ohne zu wissen, wer oder wo ich bin. Dieser Reithelm frischt meine Erinnerung auf. Ich bin Meteor und ich laufe im Licht des Mondes. Linda ist meine Anhängerin und Aiden ist die Wurzel meiner Seele. Und wer sind Sie? Und was haben Sie mit meinem Soulrider Linda gemacht, wenn ich mal fragen darf? Sabrina und Dreamdancer? Ihr seid also hier, um mich zu Linda zu bringen? Hört sich gut an. Vielleicht kommt dann mein Gedächtnis zurück. Ich fühle, wie Zeit und Raum sich langsam wieder sammeln. Ich weiß allerdings nicht, wo ich gewesen bin und wie ich hierher kam. Aber du, ich habe ein Hufeisen verloren, als ich im Wald herumgeirrt bin. Ohne es kann ich nicht weg. Kannst du es für mich finden? Ich suche dort hinten beim Hügel. Genau, der Hügel mit dem Runenstein. Dann gucken wir mal, wo er sein Hufeisen gelassen hat. Das sieht aber nach da hinten schon mal sehr gut aus. So, wir haben sein Hufeisen gefunden. So, du hast es gefunden. Toll. Mein Gedächtnis ist völlig leer. Ich weiß nicht, warum ich hier bin oder was mir passiert ist. Mein Gedächtnis ist vollkommen leer. Es ist so, als wäre die Zeit stehen geblieben und als wäre ich in einem schlaflosen Traum gefangen. Das Einzige, an das ich mich erinnere, ist, dass alles sehr, sehr... Lass mich nachdenken. Jetzt erinnere ich mich. Es war ganz rosa. Vielleicht werde ich jetzt verrückt. Wer weiß, was weiß ich. Was weißt du? Und dann wollen wir uns mal auf den Weg zu Linda machen. Ich bin bereit für die Abfahrt. Weingarten, sagst du? Ich glaube, ich erinnere mich, wo das ist. Dann mal los. So, dann bringen wir mal den Meteor zum Weingarten. Na, der hat ja jetzt ein Tempo drauf hier. Aber ist das dann nicht schon mal schön? Dann hat Linda ja ihr Pferd wesentlich schon mal wieder. Und dann sind wir ja schon mal zu dritt. Alex, Linda und unsere Wenigkeit. Aber Anne und Lisa fehlen ja noch. So, da steht ja Meteor. Das ging ja ruckzuck. Danke, Sabrina und Dreamdancer, dass ihr mir geholfen habt. Endlich sind Linda und ich wieder vereint. Ein großes Danke an den Beobachtungsmeister. Danke, Sabrina. Ich fühle mich endlich wieder komplett. Es ist so, als wäre eine Dunkelheit aus mir verschwunden. Meteor und ich sind wieder vereint und ich fühle, wie die Kraft des Mondes in meinen Adern pulsiert. Ich bin wieder ein vollständiger Soulrider, einer von Aidens Beschützern. Du fragst dich vielleicht,
was das Ganze mit dem Mond für ein Zolloider bedeutet? So, dann hören wir uns erstmal an, was Linda uns zu dem Mond dann erklärt. Für einen Zolloider ist die Kraft des Mondes Wissenschaft und Weisheit. Der Mond symbolisiert auch den Kreislauf des Lebens, Geburt und Tod und alles dazwischen. Unter besonderen Umständen, in besonderen Nächten, kann man manchmal in den Spiegelungen des Mondes auf der Wasseroberfläche Dinge aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft sehen. Der Mond ist mit Magie verbunden, die von den Druiden jahrhundertelang studiert wurde. Ich kann dir nicht genug danken. Möge das Licht des Mondes dir den Weg weisen und in schwierigen Stunden beiseite stehen. So, damit haben wir die Quest hier schon mal abgeschlossen. Und Linda hat ihr Meteor wieder. Huhuhu. So, wir machen uns dann wieder schnell auf den Weg zu Elizabeth. Weil wir haben ja hier schon mal eine Buchkopie, die erste von den vieren, dabei. Die haben wir ja von dem Beobachter bekommen. Und wir brauchen jetzt noch drei weitere. Mal gucken, was sie zu uns dann sagt. So, hier sind wir bei Elisabeth. Alles gut gegangen beim Beobachtungsmeister? Oh, der erste Teil der Buchkopie. Sehr gut. Danke. Drei sind noch übrig, bis wir sie an Fripp und den Druiden zur Überprüfung geben können. Da du schon dabei bist, kannst du versuchen, den zweiten Teil zu finden. Er befindet sich im Besitz von John Jarl. Nun, da seine Seele voller Kraft ist, sollte es kein Problem sein, ihn zu fragen. Ihr könnt euch ja bereits. Ja, das kennen wir ja das schon. Aber wir reiten von Steve seiner Farm dann darüber. Das ist kürzer. Oder nehmen wir doch Fort Pinter? Ne, wir nehmen Steves Farm. Das reicht. Für John Jarl, da müssen wir ja wieder halt da in die Gruft rein. Die befindet sich ja hier. Da. Da galoppieren wir dann mal eben schnell hin. So, da runter müssen wir ja. Und unsere Dream Dancer, die kann da ja nicht mit rein. Deswegen lassen wir sie hier vorne dann stehen. So, hier ist ja der Geist? Wer ist da? Wer stört mich in meinem Schlaf? Ach, so, du bist es, Sabrina. Die zweite Buchkopie ist hier, doch sie ist eingeschlossen. In der Mondkammer. Genau, Sabrina, die Kammer hinter der Tür dort. Nur eine Person kann sie öffnen. Das ist Linda. Linda ist wieder komplett. Ich fühle es. Sie hat wieder die Kraft, die Kammer des Mondes zu öffnen. Hole sie. Okay. Damit wir in die Kammer reinkommen, brauchen wir Linda. Und wo ist Linda natürlich?
Genau, bei der Baroness. Damit wir hier nicht wieder viel hin und her reiten müssen, lassen wir uns abholen, nehmen den Transporter und sprechen dann mit Linda. So, auf wieder zum Pferdesportcenter. Jetzt wollen Meteor und ich dir bei deinen Abenteuern helfen und dich bei deinen Diensten für die Droiden unterstützen. Ich nehme den Transporter nach Fort Pinter und reite direkt zum Grab. Wir sehen uns dann bei der Mondtür. Den Mondschlüssel habe ich dabei und die Kraft, um die Kammer zu öffnen, habe ich auch. Es sollte alles funktionieren. Wir nehmen auch den Transporter, aber wir reiten von Steve seiner Farm. Ich finde das von da passender. Ja, so schnell geht das dann. Und dann bekommen wir schon die zweite Kopie. Dann haben wir schon die Hälfte geschafft. Ist heute doch dann ein super Tag. Wir haben Level 18 erreicht und unsere Dream Dancer hat auch schon wieder ein Viertel vom Level geschafft. Und wir haben den Beobachter kennengelernt und die Briefhörnchen. Ach komm, wir sind doch da auch gerade rüber gesprungen. So, hier vorne steht ja schon Meteor. Und wir lassen Dream Dancer hier vorne dann stehen, dann kann sie sich erstmal entspannen nach dem Ritt. Wenn wir hier gucken, sie knabbert hier schon ein bisschen. No? Und entlastet schon mal das Hinterbein, macht die Augen zu. Also, die ist gut drauf jetzt. So, dann sind wir hier wieder in der Gruft. Und hier vorne ist auch schon Linda. Ich habe auf dich gewartet. Nun musst du ein wenig warten, bis ich die Mondkammer geöffnet habe. Sei bereit. Das ist sehr interessant, wie sie das macht, ne? Die Kraft. So, die Tür ist offen. Linda hat es geschafft. So, dann ist die Kammer des Mondes jetzt geöffnet. Die Zeit dreht sich weiter und die Voraussetzungen in Jörvik haben sich geändert. In der Kammer des Mondes findest du den zweiten Teil des Buches der Lichtzeremonien. Lass es mich ansehen, bevor du es zu Elisabeth bringst. Machen wir. Wir holen jetzt erstmal hier den zweiten Teil aus der Kammer. Und wie wir sehen, ist hier noch eine nächste Tür, wieder mit einem Stern. Da werden wir, denke ich, Lisa oder Anne für brauchen. Ah, der Zahn der Zeit hat die Schrift nicht berührt. Es sieht so aus, als wäre es gestern geschrieben worden. Es ist echt und funktioniert. Super. Bring das Buch nun zu Elisabeth. Sei vorsichtig. Reite auf direktem Wege zu ihr. Es gibt Kräfte dort draußen, die dir das Buch stehlen wollen.
Okay, da sind wohl doch dann Leute hinter uns her. Wir nehmen aber wieder unseren Abholservice, weil es geht deutlich schneller als jetzt hier von der Gruft über Hollow Woods nach Elizabeth zu reiten. So. Nach Veldale geht's dann wieder. Die zweite Buchkopie. Danke, Sabrina. Dann sind es jetzt nur noch zwei Teile übrig und ich weiß genau, wo wir sie finden werden. So, also. Dein Ruf hat sich verbessert. Wir sind jetzt bewundert. Und ist das schon das Max? Ja. Okay, wir sind der Max. So, also sie hat jetzt erstmal hier keine weitere Quest für uns. Wir gucken hier nochmal in den Questlog rein. Da ist jetzt auch erstmal nichts. Und dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video für die nächsten Buchseiten. Auf jeden Fall dann noch einen schönen Tag.